Und natürlich geht's auch direkt weiter. Das habe ich euch ja versprochen. Ich habe heute auch so ein bisschen Lust auf Summer in Mara. In letzter Zeit habe ich ganz, ganz viel Stardew Valley gespielt. Auch mit den Jungs. Das war eigentlich ganz lustig. Und von daher habe ich mir gedacht, ja, ich kann das Spiel jetzt nicht die ganze Zeit so lange pausiert lassen. Guten Morgen! Hansel. Ah, Silberbachen. Ich kauf das mal. Hallo, Kleines, was brauchst du? Akagi! Ah, super! Super, alles klar. Gut, weiß ich auch, wie ich den Part nenne. Bist du Akagi? Wer sollte ich sonst sein? Aber geht's dir gut? Du bist wirklich stark. Dein Arm ist fast so breit wie ich. Und ich liebe deine Haare. Danke, wolltest du etwas von mir? Das habe ich vergessen. Mein Name ist Koa. Schön, dich kennenzulernen, Koa. Ebenfalls. Willst du den ganzen Tag so stehen bleiben? Nein, nein, ich muss... ach, genau. Ich wollte dich darum bitten, diese Halskette zu reparieren. Puh, die ist aber ziemlich beschädigt. Dafür werde ich Metall brauchen. Ich weiß nicht, ob ich noch genug habe. Außerdem brauche ich Lehm, um Gussformen zu machen. Wie wäre es, wenn ich dir das alles besorge? Und wie? Mit meinem Hammer. Na schön, wenn du so etwas kannst. Aber bist du dafür nicht zu klein? Nein! Naja, im Vergleich zu dir vielleicht. Aber höchstens äußerlich. Schau her, ich zeige dir eine Blaupause für einen Metallhammer. Okay, okay. Bring mir den Lehm und das Metall. Weil du alles gesammelt hast. Super. Neues Rezept Lehm. Ah, wunderbar. Cool. Hier können wir auch ein paar Sachen von ihr kaufen. Das ist super. Jetzt können wir auch einen besseren Hammer. Und das ist wunderbar. Das bedeutet, ich muss sowieso jetzt mal schnell nach Hause. Sammle Lehm und Metall. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, was wir aus Lehm machen. Mach weiter mit den Aufträgen von Chor. Sprich mit Aman, bau einen Kühlschrank. Sprich mit Caleb für die nächsten Aufträge. Ich würde sagen, wir können hier richtig viel machen gerade. Mit Mario sprechen. Super. Jo, Chor, dann laufen wir ein bisschen. Chor, boom, Chor, boom, Chor, boom. Oh yeah. Supi. Ich muss zum Restaurant. Dann muss ich runter. Ja, wer ist ein guter Hund? Hallo, Schaf. Na, wenigstens kriegt das Schaf was zu essen. Das ist super. Koa, bist du gerade sehr beschäftigt? Es geht. Könntest du ein paar Fische für mich fangen? Lässt du Aban wissen, dass ich sie gefangen habe? Natürlich. Wann habe ich dich jeweils angelogen? Immer. Bitte, bitte. Was für einen Fisch brauchst du? Rotflossenwels und Zander. Beide leben im See mit Süßwasser. Aban ist davon besessen, neue Gerichte zu kreieren. Er arbeitet fieberhaft daran, authentische Guido-Aromen zu meistern. Ist in Ordnung. Zander und Wels. Hab ich das nicht? Warum kann ich denn die... Warum geht das nicht? Ich kann... Na gut. Aber ich bin hier, wenn du Hilfe brauchst. Koa, ich kann dir gerade nicht zuhören. Ich probiere ein neues Gericht aus. Kein Problem. Ich bleib auf jeden Fall in der Nähe. Hey, Kleine, ich brauche deine Hilfe. Worum geht's? Die Küchenmesser schneiden immer schlechter. Aber Aban hat das noch nicht mitbekommen. Könntest du mir etwas Metall von guter Qualität bringen, damit wir sie schärfen können? Ja, ich glaube schon. Danke, Kleine. Nein. Was ist nun mit mir los? Habe ich verlernt, wie man eine Karotte schneidet? Genau das meine ich. Danke, dass du den Gefallen getan hast. Ich habe so viel zu tun. Ich habe das Metall dabei, was du für die Messer haben wolltest. Wird das funktionieren? Ja, damit werde ich die Messer wieder ordentlich scharf kriegen. Aban ist zu sehr mit seiner Arbeit beschäftigt. Keine Sorge, alles ist gut.
Das Restaurant wird ein voller Erfolg werden. Mayo, Mayo, schau her, ich habe die perfekte Balance zwischen Ei und Öl gefunden. Es funktioniert. Ich habe es nicht anders erwartet. Hier, Koa. Koste auch einmal. Ich liebe Spiegelei. Oh, lecker. Ich mag auch Spiegeleier. So. Gut. Fangen ein paar Fische. Ich finde es schade, dass es ein bisschen buggy ist. Moon haben wir abgeschlossen und dadurch können wir jetzt die Quest von der Mayo nicht mehr so richtig angucken. Wir brauchen auf jeden Fall Wels und Rotflossen. Barsch. Die Frage ist halt nur, wo finden wir diesen Wels? Wo wir den Rotflossenbarsch finden, weiß ich. Den finden wir bei uns auf der Insel auf jeden Fall. Die hat ja gesagt, beide befinden sich in Süßwasser. Das bedeutet, hier könnte es passieren, dass wir den Wels finden. Ja. Super. Na komm. Das läuft. So, davon brauchen wir zwei. Da kann ich auch gleich angeln gehen. Mache ich gleich den Fisch leer. Dann können die in Ruhe nachwachsen. Wunderbar, dann habe ich das schon einmal. Nehmen wir nochmal ein paar Kräuter mit. Und wenn ich dann nach Hause gehe, um den Kühlschrank zu bauen, um dann mit Bram zu sprechen, kann ich auch noch mal ein paar Barsche mitbringen. Mit Caleb wollte ich noch mal sprechen. Und dann könnte ich eigentlich... Ich hab's gesehen, Hund. Du bist gegen eine unsichtbare Mauer gelaufen. Hier, ess ein paar Äpfel. So, und du natürlich auch. Jo, lieber Hund. So. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das Verlangen, den Hunden immer was zu bringen. Warte mal, ich habe doch da was gesehen. Spring, Koja! Koja. Ist da nicht noch eine Krabbe gesehen? Überall kann ich springen, nur nicht dort. Na gut. Oder war das... Ach, das war da unten. Okay, ich dachte schon. So, hier ist noch Müll. Koa, Taka hat mich gerufen und mich gebeten, seinen Ofen zu reparieren. Kannst du ihn hierher bringen? Wie soll ich denn einen Ofen tragen? Pack ihn einfach in deinen Rucksack. Er ist nicht allzu schwer. Okay. Alles klar. Ich mag Caleb. Caleb ist so ein richtiger entspannter Typ. Ein richtiger chilliger Kerl. So. Na gut. Ofenreparaturdienst. Wie geht es deinem Ofen? Er ist kaputt. Hat Caleb dich geschickt? Genau. Er hat mich gebeten, ihn zu ihm zu bringen, damit er sich ihn ansehen kann. In Ordnung. Aber sag ihm, er soll vorsichtig sein. Ich traue seinem ungeschickten Händen nicht. Warum? Er ist ein Händler. Und auf einmal repariert er Dinge? Kurz gesagt, ich bin nicht sehr zuversichtlich. Okay, wir werden vorsichtig sein. Ach komm, das passt schon. Caleb ist ein guter Mann. Scheint zumindest sehr vertrauen. Also ich würde Caleb vertrauen. Doch, Caleb ist cool. Hier hast du den Ofen. Mal sehen. Stimmt etwas nicht? Ich habe ihn kaputt gemacht. Was? Nur ein bisschen. Ist es gar nicht so schlimm. Ich brauche etwas Metall. Schrauben und ein paar Rohre. Akagi, die Schmiederin. Sie sollte das alles haben, was ich brauche. Ich bringe dir alles, was du brauchst. Hier hast du etwas Geld. Ja, vier Schrauben und Metallrohr. Mal gucken, ob die Akagi dann noch so weit ist. Obwohl ich jetzt wirklich doch langsamer zur Insel fahren sollte. Na, vielleicht heute Abend. Jetzt will ich nochmal mit ihm sprechen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Da hast du recht. Lauf, Koa, lauf! Schneller! Sorry, Huni. Heute mal keine Zeit für dich. Ich muss zu Akagi.
Hoppelhase, 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 Hoppeldihü, Hoppeldihü, in die Hü. Ha! Ich war schneller als du. So, da hinten ist der riesige Arm. Der sieht ein bisschen gruselig aus, dass es eine Hand ist. Aber ist okay. Hase, du rennst. Hase! Koa, ich habe ein kleines Problem. Ich kann nicht wirklich kochen. Die Arbeit in der Schmiederei ist sehr anstrengend. Ich habe einfach nie Zeit zu lernen, wie man kocht. Ich kann es dir beibringen. Ich weiß, wie man Fisch kocht, Salate zubereiten und ich kann belegte Brote machen. Ein Salat wäre toll. Kein Problem, ich mache die sofort ein. So, ich brauche Schrauben. Ich weiß nicht, was genau für Schrauben ich habe. Ja, ich nehme einfach mal alles. Die Koa hat ja mehr als genug Kohle. Was kann ich ihr denn verkaufen? Oh, Schachtelpralinen. Aber die will ich behalten. Die Pralinen sind toll. Naja, vielleicht brauche ich die für eine Aufgabe. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber auf der anderen Seite hätte ich ja kein Problem, die, die als Koa zu essen. Einfach aus dem Grund, weil die es einfach sich verdient hat. So, sammle Lehm, Metall. Okay. Gewöhnlicher Salat, weil sie nicht kochen kann. Boah, ich bin hier die ganze Zeit nur am Stadt hin und her rennen. Ich komme nur nicht. Ich, weißt du, wir machen es jetzt so. Ich gehe jetzt sowieso runter zu Kalle. Da muss ich sowieso vorbei. Dann, egal was er sagt, ich werde dann nach Hause zur Insel fahren. Und werde mich dort dann allem widmen. Jo. So machen wir es. So, Kaleb. Wie geht's mit dem Ofen voran? Schon besser. Mit diesen Materialien werde ich ihn im Handumdrehen reparieren können. Kannst du ihn zurück zur Taka bringen? Ich bin mir sicher, er wartet schon verzweifelt. Natürlich. Super. Jetzt aber erstmal nach Hause. Habe ich noch ein bisschen Müll gefunden? Nein. Ich bin mir da nie so ganz sicher. Warte mal, ich kann doch jetzt... Ja, für 30 Münzen nach Hause schnell reisen, ich weiß nicht. Ich habe es mal ausprobiert jetzt, aber es ist nicht so meins. Och, Mann. Komm schon, Koa. Hm, Mädchen. So, die Frage ist, wo kann ich denn einen Kühlschrank bauen? Orangen ist natürlich das A und O. Ah, die Hühner haben Eier gelegt. Das ist super. Zwei Stück sogar. Freut mich. Zum Apfelbäume habe ich genug. Orangen sind so lecker. Eine richtig leckere, süße Orange. Da geht gar nichts. So, Hühnchen. Ja, bist ein liebes Hühnchen. Ich hoffe, dass die Hühner in mir nicht irgendwann so groß werden, dass die, dass sie wie bei Dayland platzen. Ich will ja, dass es denen hier gut geht. Ich meine, je mehr auf der Insel lebt, desto besser. Na komm, Hühnchen. Oh, wer ist ein braves Hühnchen? Du bist ein braves Hühnchen. Super. Ich muss einen Kühlschrank bauen. Werkstatt. Werkzeuge, Metallhammer, dafür brauche ich zwei Kupferbarren. Lehm. Ich denke mal, da ich so viel Steine habe, kann ich mal 15 Lehmbarren bauen. Jo. Gut, die Frage ist, wo kann ich Küche? Ein gewöhnlicher Salat. Dafür brauche ich noch eine Tomate. Bau einen Kühlschrank. Will ich den hier hinbauen? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe hier richtig Lust dazu. Was Neues? Oh, Kokosnusscocktail. Eis. Aha. Okay, das ist echt super. Wasser. Ah. Ist jetzt die Frage, kann ich das Glas wiederverwenden?
Oh, Kokos. Oh, Eisenkokosnuss. Mm-hmm. Lecker, lecker, lecker. Das ist eigentlich ganz gut. Ich brauche Tomaten für einen Salat. Und ich habe keine Tomatensamen. Und was brauche ich noch? Ich brauche 2 Kupferbarren. Was kann ich ihr bringen? Einen gewöhnlichen Salat. Mach weiter mit Koa. Mach weiter mit Koa. Bau einen Kühlschrank. Geh danach zu Bram. Bring den Ofen dahin. Mach weiter mit Koa. Sprech mit Lizio über den vergrabenen Schatz. Fang ein paar Fische, um Mayo zu helfen. Ich würde sagen, ich fange jetzt noch mal 2-mal diesen Welt. Das habe ich noch im Kopf. Anhand eines Spielfehlers können wir die Aufgabe nicht richtig angucken. Nein, ich habe keine Köder. Ach nee. Nö, das ist jetzt gemein. Das ist nicht nett. Jetzt haben wir keine Köder mehr. Das ist ärgerlich und ich kann nicht wirklich weitermachen. Gut, dann beende ich den Tag heute einfach mal. Und werde mal gucken, ob ich da noch was machen kann. Ich werde jetzt erstmal nichts anbauen. Einfach aus dem Sinn, mit dem Wissen her, dass ich vielleicht noch andere Sachen anbauen muss und ich diesbezüglich meine Feldplätze nicht wirklich zu pflanzen möchte. So, ich habe keine Köder. Na gut. Na gut. So, dann will ich mal nach Quelles reisen. Hab ich noch was essen? Super. Hallo Meister Rochen, wie geht's dir? La 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 la. Super. Jetzt bin ich mit Caleb. Nee, ich muss mit Tucker sprechen. Ah, vielleicht kaufe ich mir auch einfach eine Tomate. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir noch ein paar. Aber wo sind meine ganzen Tomaten hin? Caleb hat deinen Ofen repariert. Vielen Dank, mein Kind. Gerne geschehen. Das ist wirklich ein seltsamer Ofen. Es ist ein Kommando, eine spezielle Art von Ofen. Damit kann ich neue, ganz andersartige Rezepte zubereiten. Toll, ich wünsche, ich hätte auch so einen Ofen. Nun, warum behältst du ihn dann nicht? Wirklich? Kann ich dann auch solche Gerichte wie du zubereiten? Mit etwas Durchhaltevermögen und Engagement vielleicht? Jeder Meisterkoch braucht erstklassige Küchenutensilien. Ich weiß, ich werde auch ein Meisterkoch. Du wirst schon sehen. Gut. Super. Vielen Dank. Was ist mit meinem Geschenk? Ich habe meine Eiscreme perfektioniert. Ja, Eiscreme. Der Geschmack ist etwas ungewöhnlich für Eiscreme. Magst du Orangen? Aber klar, auf meiner Insel gibt es ganz viele Orangen. Also gut, hier ist Orangeneis. Du bist die Erste, die es kostet. Bram, du bist der beste Koch überhaupt. Brrr. Oh, Orangeneis am Stiel. Und ein neues Rezept. Oh, wie lecker. Das esse ich natürlich direkt. Da frage ich nicht lange. Oh, lecker. Bram, du bist super. Komm vorbei, wenn du eins meiner Gerichte probieren willst. Super. So, jetzt haben wir... Okay, das kann ich der Akachi bringen. Salat habe ich noch nicht. Vielleicht kann ich ihn hier auch einfach kaufen. Nee. Kann ich nicht. Vielleicht kann ich den da oben hier beim... Ankoch kaufen. Ankorischer Salat. Entschuldige, Koa, ich koche gerade. Koa, hör auf zu faulenzen. Das darf nur ich. Ach, Mayo. Mach weiter mit Koa. Mach weiter mit den Aufträgen von Mayo, um fortzufahren. Spreche mit Caleb für den nächsten Auftrag.
Ja, ich gehe erstmal zu ihr, weil ich brauche noch 2 Kupferbarren für den verbesserten Hammer. Und dann kann ich meine Felder etwas weiter verbessern. Und nachdem ich meine Felder verbessert habe, kann ich auch noch ein bisschen... Ich wollte eigentlich Tomaten kaufen, aber dazu muss ich sowieso noch mal zum Markt. Von daher, es darf nur nicht, muss nur aufpassen, dass es nicht zu spät ist. Ich weiß nämlich nicht, wann die Marktfrauen mit ihrer Arbeit aufhören. Beziehungsweise, wann sie Feierabend machen. Das dürfen die ja auch. So, Akachi, ich habe was du brauchst und ich brauche was von dir. So, erstmal handeln. Kupferbarren. Wunderbar. Sprechen. Ich habe alles dabei, Akachi. Zuerst muss ich auf dem Lehm eine neue Gussform formen. Dann noch das Metall schmelzen und die Halskette ist nur repariert. Mehr hat dir beigebracht, wie man das macht? Ach, ich bin die Tochter eines Schmieds. Meine Eltern haben mir alles beigebracht. Sind sie auch so stark und orange wie du? Nein. Sie sind meine Eltern. Ich habe die Schmiede von ihnen geerbt. Ah, ich verstehe. Wo sind deine Eltern denn so? Ich habe keine mehr. Oh, das tut mir leid. Das ist schon in Ordnung. Ich wurde von meiner Jaja aufgezogen. Sie ist sehr wichtig. Ist es sehr wichtig, dass man Eltern hat? Die Halskette ist fertig. Jetzt schon? Ich habe sie repariert, während wir uns unterhalten haben. Aber du hast dich doch gar nicht bewegt. Ich habe sehr flinke Hände. Alles klar. Supi. Eigentlich nicht schlecht. Eigentlich nicht schlecht. Puh. Hoffentlich ist die nicht sauer, wenn ich das mache. Aber ich glaube nicht. Besseren Hammer. Oh, ja, stimmt. Können wir hier irgendwas noch mitnehmen? Das geht noch. Das ist super. Öffnen. Kabel. Jetzt können wir hier auch ein paar Sachen bekommen. Das ist super. Aber ich glaube, die Akachi ist da ganz entspannt. Wer kann schon der coolen Koa hier? Wer kann schon der coolen Socke sauer sein? So, bringe die Halskette zu Saimi. Gewöhnlicher Salat. Koa, Koa, Mayo. Kaleb, nächster Auftrag. Fange ein paar Fische. Jo. Gut, dann gehe ich mal zur Oma nach oben. Und wenn ich das nächste Mal nach Hause komme, darf ich natürlich Tomatensaatgut nicht vergessen. Hier hast du deine Halskette. Akachi ist eine gute Schmiedin, genau wie ihre Eltern. Apropos, was weißt du über Haku? Ich habe schon geahnt, dass du fragen würdest. Deine Großmutter war, naja, sie war jemand sehr Besonderes für mich. Sie war auch meine Kapitänin. Kapitänin der Marine von Mara. Heutzutage ist nicht mehr allzu viel von der Marine übrig. Sie hat ihren Zweck schon lange verloren. Früher war die Marine hingegen eine wirklich prachtvolle Institution. Wir waren Teil eines Trupps aus 4 Seeleuten. Wir erkundeten die Welt, halfen anderen und hielten Piraten in Schach. Hin und wieder gerieten wir in Gefahr. Sie verlor die Halskette bei einer dieser Situationen, als sie mich rettete. Unser Schiff erlitt Schiffsbruch. Jet, der Steuermann unserer Truppe, fuhr gegen etwas, gegen das er nicht hätte fahren sollen. Haku war beunruhigt, weil sie mich nicht mehr sehen konnte und sprang ins Wasser. Anscheinend war ich ohnmächtig, als sie mich rettete. Warum hat sie mir nie von ihrem Leben in der Marine erzählt? Ich vermute, sie wollte dich schützen. Du bist noch sehr jung. Das stimmt nicht. Ihr seid alle so besessen davon, dass ich angeblich noch zu jung bin. Du hast recht. Wenn du Hakus Mädchen bist, dann hast du einen Auftrag zu erfüllen. Du hast bewiesen, dass du gutherzig und ehrlich bist wie deine Großmutter. Und außerdem tapfer und waghalsig. Sie hat mir vor einigen Jahren geschrieben. Sie schrieb mir, dass mich eines Tages ein Mädchen besuchen würde. Und dieses Mädchen bist du. Doch du wirst hart trainieren müssen. Wenn du das tust, gebe ich dir vielleicht einmal... Ich will nichts haben. Ich mag Reisen, Warmsand und Essen. Sonst nichts. Koa, ich weiß, es ist nicht leicht. Aber hör mir zu. Nein, nein. Du bist wie Jaja. Sagst mir die ganze Zeit, was ich tun und lassen soll. Und dass ich ein braves Mädchen sein soll. Beruhige dich, Kind. Nenn mich nicht Kind. Ich bin kein Kind. Ich bin eine Guido. Ein Mensch, eine Piratin. Aber ich bin kein Kind. Gut, was immer du willst. Ich gehe jetzt. Ich habe andere Dinge zu erledigen.
Ach, Koa, jetzt sei doch mal nicht so eingeschnappt, Mädchen. Na gut, die kleine trotzige Koa ist eben doch noch ein Kind. Oh, wenn sie das hat, wird sie sauer. Hast du mich etwa Kind genannt? Böser Graf. Okay, entschuldige, Koa. Na gut. So, etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Okay. Mit Caleb muss ich noch sprechen. Und die Marktfrauen muss ich noch besuchen, weil ich dringend Tomaten brauche. Entweder kaufe ich mir eine Tomate oder ich hole mir Tomaten-Saatgut. Obwohl ich eher für Saatgut bin. Oh, Äpfel. Ja, Äpfel kann man nehmen. Die nehme ich mir immer gerne mit. So. Was haben wir denn hier? Da will ich jetzt mal kurz rein. Ah, wo sind wir? Ist das ein kleines Geheimnis? Hier sieht es nämlich ziemlich cool aus. Die Frage ist, kann ich das alles mit meinem normalen Hammer jetzt schon... Brauche einen besseren Hammer. Na gut, da gehe ich ohne besseren Hammer hier erstmal nicht hin. Aber sollte ich mir merken, vor allem ist hier ein Kirschbaum, der scheinbar niemandem gehört. Der scheint jetzt auch nicht so begehbar zu sein. Von daher ist das jetzt unsere kleine Geheimbasis-Koa. Können wir uns mal ein paar Kirschen und ein paar Metalle und Steine besorgen. Na gut. So, dann will ich mal hier zu den Marktdamen gehen. Wir sind schon bei 26 Minuten. Ich habe mich jetzt total in das Spiel vertieft. Handeln. Okay, die verkauft mir keine Tomaten. Die verkauft mir auch keine Tomaten. Brotflossenwels. Hab zwar keine Ahnung, ob das ausreicht. Aber na gut. Wo kriege ich denn jetzt Tomatensaatgut her? Naja, ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch unser Saatgutrepertoire komplett ein bisschen auffrischen. Vielleicht verkauft er mir was. Nee. Wo kriege ich denn Tomaten her? Ich könnte natürlich hier bei den Kochs unten nochmal nachfragen. Bei den Köchen. Nicht bei den Kochs, Entschuldigung, bei den Köchen. Ich befürchte aber... Nein. Er hat nicht das, was ich suche. Ich finde es schade. Ich finde es schade, dass man Saatgut nicht selbst machen kann. Das wäre super. Okay, wo kann ich Saatgut holen? Vor allem Tomaten. Das ist nämlich eine Sache, die ein bisschen interessant wird. Warte mal, vielleicht hast du was, Caleb. Bist ja auch ein Händler. Nee, aber du hast Tomaten. Die kaufe ich mir mal. Super. Dann fahre ich jetzt mal... gewöhnlichen Salat. Koa. Machen weiter mit den Aufträgen von Mario. Ich muss sowieso nochmal mit Caleb sprechen. Caleb, hast du eine Lieblingsspeise? Ja, was denn? Paella. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein Reisgericht und ein paar andere Dinge. Was denn für Dinge? Tomaten, Paprika, Reis. Möchtest du, dass ich das für dich koche? Okay. Juhu, ich glaube, mit Karotten schmeckt es noch besser. Und mit etwas Ananas. Ich weiß nicht so recht. Paellas nach Koa-Art. Alles klar. Das bedeutet, ab nach Hause. Oh, Napopo ist nicht hier. Sehr komisch. Sie bleibt sonst immer in der Nähe des Meeres. Wo sie wohl hingegangen ist? Vielleicht zum Tempel, um Treibstoff zu holen? Suche Napopo im verlassenen Tempel von Quelles. Aha. Das wird interessant. Jetzt kann ich also doch nicht nach Hause. Gut, wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, warum sie das Update hier reingesetzt haben. Aber
Ich mache jetzt mal ganz kurz ein Päuschen. Erstens mache ich mich mal auf Fliegenjagd hier, weil die eine Fliege jetzt doch die ganze Zeit echt abnervt, wenn sie ständig auf dem Bildschirm vor der Nase und auf dem Mikrofon rumeiert. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns. Macht's gut. Bleibt sauber und lieb. Ciao. Thank you.